Meine Damen und Herren, zu folgenden Themen möchte ich informieren. Einmal zu unserer Einschätzung dieser Verhandlungssituation zu den Regelsätzen im Arbeitslosengeld II. Bezug zum Rückzug von Axel Weber von der Bundesbankspitze, zum Pflegegipfel, zum Volksbegehren der Menschen in Berlin, die dieses Wasservolksbegehren nun erfolgreich durchgesetzt haben, und zum Nazi-Aufmarsch in Dresden. Als erstes zu Hartz IV. Was wir da erleben, ist insofern ein unvergleichbares Trauerspiel, weil offensichtlich die Hartz IV-Parteien, und zwar alle, das betrifft SPD und Grüne genauso wie die FDP und die CDU-CSU, weil diese Hartz IV-Parteien zwar in der Lage sind, im Schnellverfahren 700 Milliarden Euro für den Euro oder 500 Milliarden Euro für die Banken zur Verfügung zu stellen und das innerhalb kürzester Zeit, aber nicht in der Lage sind, innerhalb von einem Jahr zu einem Regelsatz im Arbeitslosengeld II-Bezug zu kommen, der knapp 7 Millionen Menschen betrifft und der verfassungskonform ist. Dass das so ist, das ist unglaublich und es führt im Ergebnis dazu, dass sich die Menschen natürlich immer mehr die Frage stellen, welche Rolle eigentlich die politischen Parteien in unserem System einnehmen. Sind sie noch in irgendeiner Weise unmittelbar mit den Interessen der Menschen verbunden oder geht es eigentlich nur noch darum, systemrelevante Institute oder systemrelevante Einrichtungen in irgendeiner Form zu stützen mit Milliardenbeträgen, während andererseits für die Menschen offensichtlich nicht das Geld zur Verfügung gestellt wird, das sie dringend bräuchten. Wir haben es hier mit einer Form von Arbeitsverweigerung zu tun, die in jedem normalen Unternehmen zur Entlassung führen würde. In den Verhandlungen selber hat sich Schwarz-Gelb praktisch überhaupt nicht bewegt. Und auf der anderen Seite haben SPD und Grüne schrittweise ihre Forderungen aufgegeben und fallen gelassen. Und das natürlich zum Nachteil der Betroffenen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ein gesetzlicher Mindestlohn deshalb in dem Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist, weil mit jeder Anhebung oder Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns die Menge Geld, die notwendig ist, um die Aufstocker zu finanzieren, abnimmt. Jeder Euro, den die Menschen von ihren Arbeitgebern zu bekommen haben, weil Mindestlohn eingeführt wird, sparen bei einer bestimmten Höhe die öffentliche Hand, spart die öffentliche Hand bei Ausgaben. Je höher der Mindestlohn, desto geringer die Beträge für den Staat, der aufstocken müsste. Also ein Zusammenhang, der uns ganz besonders wichtig ist und der deshalb natürlich auch in den Verhandlungen von besonderer Bedeutung ist. Es geht aus unserer Sicht schlichtweg darum, diese Dinge gemeinsam zu klären, weil sie zusammengehören. Die SPD hat diese Förderung des Mindestlohns so in dieser Form überhaupt nicht mehr vertreten, sondern es geht nur noch in Anführungszeichen um die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir es hier mit Geheimverhandlungen zu tun hatten, bei denen die Linke ganz bewusst ausgeschlossen wurde. Und mein Eindruck ist auch der, dass wir deshalb ausgeschlossen werden sollen, weil wir die einzige Partei sind, die nach wie vor der Auffassung sind, dass das Grundprinzip von diesen Hartz-Gesetzen, von diesem Arbeitslosengeld II-Regelungen absolut unwürdig ist und dass wir vollkommen andere Vorschläge einbringen. Das ist der Grund, warum man uns da draußen haben will. Übrigens, auch das ist Verfassungsbruch aus unserer Sicht und wir werden uns um diese Fragen auch noch kümmern. Wir haben die Situation, dass Frau Schwesig als Verhandlungsführerin über alles geredet hat, aber im Ergebnis nichts erreicht hat. Und wir haben natürlich damit insgesamt einen enormen Nachteil für die betroffenen Menschen, die auf ihr Geld warten. Das, was hier passiert ist, zwischen den Hartz-IV-Parteien eine Verabredung zum weiteren Verfassungsbruch. Denn wenn wir nun das ernst nehmen, was die Verbände uns mitteilen, ist ja letztendlich jeder Hartz-Regelsatz,
der unter 420, 430 Euro liegt, eindeutig verfassungswidrig, so die Verbände. Wir fordern 500 Euro und wären dann mit Sicherheit im sicheren Bereich. Das, was hier passiert, das Geschachre um 5 Euro oder 11 Euro, ist verabredeter Verfassungsbruch. Vermutlich wird man sich irgendwo in der Mitte dann treffen. Es geht offensichtlich auch gar nicht mehr darum, den Menschen wirklich zu helfen, sondern parteipolitisch gut rauszukommen, was die kommenden Wahlen angeht. Wir rechnen deshalb nicht mit einer Einigung auf Boden des Grundgesetzes, sondern wir gehen davon aus, dass es zu einer verfassungswidrigen Regelung kommt. Und deshalb ist auch unsere Position vollkommen klar. Wir werden natürlich ein Ergebnis haben, das vom Verfassungsgericht endet. Und wir werden natürlich auch gucken, dass wir ein entsprechendes Musterverfahren unterstützen, sofern es zustande kommt. Wir gehen davon aus, dass es zustande kommen wird. So viel zu diesen Regelungen und zum weiteren Verfahren, zu den Verhandlungen im Arbeitslosengeld II-Bezug. Das nächste Thema, das ich ansprechen möchte, ist der Rückzug von Axel Weber von der Bundesbankspitze. Wir erleben damit einen weiteren Fall, dass ein Mensch, der offensichtlich durchaus auch an der Spitze der Koalitionsparteien sozusagen zu finden ist, das Schiff verlässt. Frau Merkel verliert damit weiter einen ihrer Mitstreiter. Es ist nicht der einzige im letzten Jahr. Sie kennen die Reihe von Menschen, die bereits das Schiff verlassen haben. Nun haben wir aber ein wirkliches Problem, das darin besteht, dass allein der Verdacht, dass Herr Weber als oberster Bankenaufseher letztendlich dann zur Deutschen Bank wechseln könnte. Das ist natürlich schon ein Ding, wenn der oberste Aufseher der Bankenaufsicht zu einer privaten Bank wie der Deutschen Bank wechselt. Deshalb ist aus unserer Sicht festzustellen, Herr Weber hat es bis jetzt noch nicht dementiert, dass er es tut. Und deshalb können wir nur sagen, er gehört aus meiner Sicht suspendiert von seinen Aufgaben. Es kann nicht sein, dass der obere Bankenaufseher dann sein Geld bei einer Bank verdient, die er vorher selber beaufsichtigt hat. Das riecht nicht gut und deshalb würden wir das dringend empfehlen. Das wäre wirklich ein Insider-Skandal ohnegleichen, wenn sich das so abzeichnen würde. Bei der Suche nach dem Nachfolger ist aus unserer Sicht nun wirklich Besonnenheit gefragt und keine Schnellschüsse. Es geht nicht nur um ein neues Gesicht, sondern bei dieser Frage auch um neues Denken. Und dieses neue Denken müsste darin bestehen, dass auch der, der die Bundesbank führt, eher ein Stück mehr die Realwirtschaft im Blick hat, also die Frage auch der Zahl der Arbeitsplätze im Blick hat, als nur die Frage der Inflation. Wir sind dafür, dass wir die Entscheidungsprozesse für die Nachfolge von Herrn Weber öffnen. Und dass wir nicht nur in der Politik, sondern eben auch in der Wissenschaft Ausschau halten, wer denn für so eine Funktion geeignet wäre. Und wir wollen auch, dass das Parlament an dieser Frage der Findung beteiligt ist, und zwar in der Weise, dass wir sagen, wir wollen ein parlamentarisches Anhörungsverfahren für einen Kandidaten haben. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags müssen die Möglichkeit haben zu fragen, wie sich denn ein möglicher Kandidat zur Frage Wirtschaft und Arbeitsplätze als in dieser neuen Funktion, die er dann hätte, verhält. Und erst nach dieser Anhörung müsste entschieden werden, wie denn dann tatsächlich die Situation sich abzeichnet. Und das bedeutet eben auch, dass die Abgeordneten die Möglichkeit haben müssten, einen Kandidaten abzulehnen, wenn sie den Eindruck haben, das ist der Falsche. Zum dritten Thema Pflegegipfel. Es ist richtig und notwendig, dass man sich sehr schnell mit dieser Frage beschäftigt. Insofern ist es auch richtig, dass ein Pflegegipfel vorhanden oder durchgeführt wird. Das Problem ist aus meiner Sicht schon ganz schön verzögert worden. Der Pflegegipfel muss als zentrales Thema haben. Wie wollen wir das künftig finanzieren? Und da schlagen wir vor, dass wir auch in der Pflege eine solidarische Bürgerversicherung einführen. Und ich möchte noch mal skizzieren, was es bedeutet. Es bedeutet, dass alle Einkünfte letztendlich zur Finanzierung dieser Pflegeversicherung mit herangezogen werden. Alle zahlen ein, alle Einkommen werden verbeitragt und alle haben damit einen Anspruch auf entsprechende bedarfsgerechte Pflege. Ich sehe die Gefahr, dass alle anderen Modelle, die entwickelt werden,
in der Pflegeversicherung, ohne das Finanzierungsproblem zu lösen, letztendlich nichts anderes ist, als dass es aus der einen Tasche genommen wird und in die nächste Tasche das Geld wieder reingesteckt wird, ohne dass die Probleme wirklich gelöst werden. Herr Rösler ist in dieser Frage bis jetzt jede Antwort schuldig geblieben. Es gibt keinen Vorschlag für eine vernünftige Finanzierung und deshalb ist es dringend notwendig, dass wir uns dort, das wäre die erste Möglichkeit einer Einführung einer Bürgerversicherung, und zwar sehr rasch, dieses Problems widmen. Das weitere Thema, das ich ansprechen möchte, Berliner Wasservolksbegehren. Wir haben ja nun den Fakt, dass eine absolut deutliche Mehrheit mit über 90% der Bürger in Berlin, die sich an diesem Volksbegehren beteiligt haben, entschieden haben. Erstens, die Verträge müssen offengelegt werden. Sie haben aber vor allen Dingen auch entschieden, dass sie ihr Wasser wiederhaben wollen. Dieses Volksbegehren ist im Ergebnis ein klares Votum dafür, dass die öffentliche Daseinsvorsorge, dass aber auch Grundlagen des Lebens, wie zum Beispiel Wasser, nicht privatisiert werden soll. Das ist das klare Ergebnis dieses Volksbegehren und das begrüßen wir außerordentlich. Wir haben eben im Geschäftsführenden Vorstand eine Erklärung verabschiedet, die genau in diese Richtung geht. Und wir sagen auch, es ist auch ein Signal für die Politik auf Bundesebene. Denn so ein klares Ergebnis ist ja wirklich selten, nämlich das Ergebnis, dass auch in der Bundespolitik darüber nachgedacht und entschieden werden muss, wie man denn Verträge der Bundesregierung, die mit anderen Unternehmen, mit anderen Einrichtungen zustande kommen, transparent machen will. Dass der Bürger weiß, was eigentlich sein Staat mit anderen verabredet hat. Da gehört aus unserer Sicht, so haben wir es in der Erklärung auch verabschiedet, dass deutlich wird bei der Bankenrettung, wer bekommt eigentlich wie viel Geld und für was. Dass deutlich wird bei Verträgen, die geschlossen wird, also auch von der Bundesrepublik, in welcher Weise wird da wer möglicherweise auch begünstigt, in welcher Weise kriegt wer dort die Zusicherung auf irgendwelche Gewinne und Ähnliches. Ich denke, dass es dringend notwendig ist und dass es zeigt, ähnlich wie der Bahnhof in Stuttgart, dass die Bürger nicht mit einverstanden sind, dass von der Politik über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Sie wollen wissen, was passiert und insofern begrüßen wir dieses Volksbegehren außerordentlich. Zu meinem letzten Punkt, Nazi-Aufmarsch in Dresden. 17.000 Menschen haben insgesamt ihr Gesicht gegen alte und neue Nazis jetzt gezeigt. Mehrere tausend Menschen haben sich durch das skandalöse Demonstrationsverbot nicht entmutigen lassen und die Nazis friedlich und lautstark ihren Protest entgegengerufen. Das freut uns sehr. Es ist ein gutes Zeichen für das Wochenende in Dresden. Und am nächsten Samstag wollen wir erneut einen großen Nazi-Aufmarsch in Europa verhindern. Wir rufen auf zu friedlichem Protest gegen die Nazis und wir rufen unsere Mitglieder auf, alles dafür zu tun, dass wir mit einer starken und großen Zahl von Menschen die Nazis daran hindern können, dass sie ihren Weg durch die Stadt nehmen. Wir rufen tatsächlich auf und mobilisieren unsere Mitglieder friedlich, sich den Nazis in den Weg zu stellen. Auch wir, die Linkenspitze, wird in Dresden vertreten sein. Neben Katja Kipping werden beide Parteivorsitzenden an der Demonstration teilnehmen. Das Ganze hat inzwischen auch eine politische Dimension. Die NPD hat ja Strafanzeige gegen uns und andere Aufrufer zu den Protesten gestellt. Es ist aus unserer Sicht nicht hinnehmbar, wenn Nazis Rechtsstaat in der Weise instrumentalisieren, wenn Nazis also die Möglichkeiten dieses Rechtsstaats, den sie eigentlich bekämpfen, für ihre Zwecke ausnutzen können. Wir rufen deshalb auch auf, ein neues Verbotsverfahren gegen die NPD auf den Weg zu bringen, um damit solche Umtriebe zu verhindern. So, das war's aus meiner Sicht.